Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, den Simon. Wir sind hier gerade gemütlich im Regen. Eigentlich passt das nicht. Für Link ist es wahrscheinlich gerade mega unangenehm, aber ich sitze schön gemütlich abends. Und der Regen ist ganz schön atmosphärisch. Und wir werden uns jetzt erstmal ein paar Erweiterungen holen von dem Krokheini. Alter, wie der ausrastet. So treffen wir uns wieder. Ich möchte zurück im Wald der Kroks, aber ich habe mich verlaufen. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass wir hier im inneren Hyrule sind. Oho, da muss der Wald der Kroks ja noch weiter nördlich von ihr sein. Nun, da ich schon einmal hier bin, kann ich auch etwas bleiben und mich ausruhen. Ah, warte mal. Oho, oho, dieser Geruch. Rieche ich da Kroksamen? Du hast Kroksamen von den Kindern des Waldes erhalten. Ach ja, der braucht die ja für seine Rassel, ne? Mega bescheuert. Wenn du mir Kroksamen gibst, vergrößere ich zum Dank deine Taschen. Waffentasche war immer geil, genau. Aber mittlerweile habe ich super viele Waffen. Bogentasche? Waffentasche immer noch. So nehme ich 3 Kroksamen, ja. Ist okay. Je mehr Waffen, desto besser. Okay. Stimmt, das kann ich überspringen. Das sah, obwohl, wir gucken uns das mal einmal an. Ich habe schon wieder vergessen, wie bescheuert das war. Nice. Sein Scheißrasseln. Mittlerweile habe ich echt ein kleines Waffenproblem. Am Anfang hatte ich das überhaupt nicht. Aber mittlerweile finde ich auch irgendwie gar nichts mehr. Werde größer, Waffentasche. Ohoho. Ja, kannst du nochmal machen, meinetwegen. Oha, 5. Ist ja Wucher. Okay. Lass überspringen. Oh, okay. Also wirklich viel habe ich da nicht übersprungen, aber gut. Dam, dam, dam. Okay, alles klar. Das war nice. Alles gut. Wir behalten die 6 erstmal und sparen die uns auf. Mehr als Waffentasche bräuchte ich ja irgendwie gefühlt nicht. Im Moment auf jeden Fall. Wäre natürlich nice, wenn wir mal ein paar Waffen finden werden. Wir werden jetzt den Dungeon machen. Vagokata-Schrein. Die haben immer die bescheuertsten Namen gefühlt. Hoffentlich wird das ein Fight-Dungeon. Keine Ahnung. Gibt es überhaupt Fight-Dungeon, wo nur gekämpft wird? Überspringen. Minustemperaturen. Manche Materialien gefrieren, wenn sie an kalten Orten auf dem Boden legen oder im kalten Wasser wirft. Bei einigen Zutaten führt das... Okay. Also man kann mit Kälte ein bisschen rumspielen, tatsächlich. Und irgendwie dann Vorteil rausziehen. Bestimmt auch. Okay, was haben wir hier? Da ist Stuff. Und da ist Stuff. Das ist ein sehr hoher Raum vor allen Dingen. Ach, da oben ist das Ende. Okay. Und das ist magnetisch. Denke ich mal. Zack. Kann ich hier klettern? An den Dingern schon. Okay, cool. An den Dingern nicht. Scheiße, das heißt, ich hätte das Ding da drauf lassen sollen, wa? Ja. So gut wie neu. So, jetzt kann ich mir erstmal die Kiste snacken. Das war leicht. Hoffentlich eine Waffe. Bernstein. Ist auch gut. Ist halt quasi Cash. Dann ist noch was. Okay. Ein Übergang. Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Dinge auf jeden Fall dahin packen. Damit ich da hochklettern kann. Oh, ich kann die gar nicht weiterpacken. So. Okay, so. Einfach schön in die Ecke, dann habe ich damit kein Problem. Dass ich die irgendwie kompliziert stapeln muss. So. Und den letzten. Das mit dem Magnetding funktioniert ganz gut. Da ist die Steuerung eigentlich ganz nice. Beim Kämpfen hatte ich ja das Problem, dass meine Kamera irgendwie bei dem Steinboss so ein bisschen abgefuckt war in der letzten Folge. Das war irgendwie ein bisschen kacke. Okay, ich habe was geschafft. Das krasseste Rätsel. Ist es wirklich nur das? Und dann muss ich mir halt eine Plattform bauen? Jetzt habe ich halt eine Plattform auch noch, ja. Okay. Jetzt baue ich mich da halt hoch, oder nicht? Ich muss mich da... Das ist ja ein sehr... Okay, ist halt gar nicht mal... Also, man braucht halt den Magnet, ne? Und mit dem Magnet ein bisschen rumzufuchteln macht eigentlich ganz viel Spaß. Also, geht schon klar. Die Magnete, die Dinger hier zu stapeln, ist gar nicht mal so scheiße.
Aber wundert mich, dass hier nichts anderes ist, außer das hier. Lässt den so ein bisschen klein wirken, den Dungeon. Ich meine, so reicht das ja schon, oder? Ich kann jetzt doch das Ding da drauflegen. Oh Gott. Nee, so nicht. So vielleicht. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Ich hätte fast meinen Turm zerstört. Vielleicht habe ich das ein bisschen nah geplantet. Aber so ist halt mein Plan, ne? So. So quasi. Wir klettern erstmal hoch. Vielleicht packe ich das ja auch so schon. Obwohl, ich kann ja nicht klettern. Stimmt. Okay, so. Ach du Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Vielleicht doch ein bisschen trickier, als ich gedacht habe. Okay, warte. Also, das... Ich glaube, ich habe die Dinger einfach zu nah gebaut, weißt du? Kann ich die alle gleichzeitig? Das ist jetzt die Challenge. So, erstmal den noch ein bisschen reinschieben. Und dann alle gleichzeitig bewegen. Oh Gott, geht das? Okay, ja. Ja, ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe auf jeden Fall alle gleichzeitig bewegt. Was mir Zeit gespart hat. Okay, so. Komm, du Kackding, bleib da jetzt hängen. Das sieht man super schlecht. Okay, ja, ja, warte. Bisschen weiter nach vorne. Nice, ich glaube, das war's. Und zack, da hoch. Ja, guck mal, war doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich denke, so war das geplant. Yay, ich hab's geschafft, hallo. War echt ein bisschen, okay. Musste man erstmal drauf kommen, so ein bisschen, dass ich ja diese Wände nicht hochklettern kann. Eins fehlt mir noch, dann kriege ich ein neues Herz. Ich werde auf jeden Fall Herz nehmen, weil Ausdauer ist zwar nice und so, aber boah, ohne Herzen, ey, ich wurde jetzt schon so oft geone-shottet. Da habe ich langsam die Schnauze voll von. Vielleicht habe ich genug Opale schon, um mir in Kakariko die Rüstung zu vervollständigen. Damit ich, also wenn ich die alle verkaufe, die ganzen Opale und so und Bernstein, die ich habe. Könnte sehr gut sein. Okay. Genau, der Plan war immer noch, wir müssen den Fluss finden. Da ist die Zwillings. Ich glaube, das ist noch weiter hinten tatsächlich. Aber ein Pferd wäre auch nicht schlecht. Scheiße. Genau, wir wollten ein Pferd. Und wir müssen gleichzeitig versuchen, endlich dieses Foto herauszufinden, wo das sein soll. Pferd ist ganz schön wichtig. Alter, mittlerweile ist es überall am Donnern. Von das Unwetter. Pferd ist echt wichtig. Da hinten ist zwar diese Pferdestation, aber... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich bin ein bisschen am Blitz. What the fuck? Was? Was ist jetzt passiert? Ich habe einen Blitz abbekommen, oder wie? Wegen meiner Waffe? Lol. Mein Zweihänder hat sich plötzlich aufgeladen, irgendwie. Was? Was zum Teufel? Okay. Cool. Ich will ein Pferd. Soll man seine Waffe nicht rausholen, oder wie? Okay. Ich bin ein bisschen hart verwirrt. Was ist denn da hinten schon wieder alles, Alter? Was soll das denn sein? Das ist halt echt schon ein bisschen spannend, aber... Ich hätte gern Pferd. Oh, Leute, schon wieder. Oh Gott, meine Waffe. Kann ich die wegstecken? Entfernen. Okay, das hat geholfen. Nice. Ach du Scheiße. Oh, hallo Fuchs. Ich laufe gerade ein bisschen orientierungslos, wenn ich ehrlich bin. Von hier kann das Foto nicht gemacht worden sein, oder? Nee, der Winkel passt nicht.
Aber ich wollte mal abchecken, was das hier für eine Scheiße ist. Denn ist kaputtes Haus. Ich weiß, dass ich weiter nach links muss, aber ich will halt, ich brauche auf jeden Fall ein Pferd, wenn ich da hin will. Okay, guck mir das mir mal an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, magnetische Sachen sind gefährlich. Oh, da ist aber ein Zweihänder. Oh nein, schnell wegpacken. Oh Gott. Noch eine Waffe. Was haben wir denn hier Schickes? Kann ich das abballern und krieg einen Krog? Oh nö. Scheinbar nicht. Alter, wie die Blitze genau bei mir die ganze Zeit einschlagen. Das macht mich ein bisschen nervös. Hier ist voll das tote Gebiet irgendwie. Naja. Die Blitze, ey. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Tempel da hinten. Und machen erstmal den Tempel. Oh Gott, im Wasser. Hä, was? Warum habe ich was ausgerüstet? Chill mal. Oh Gott. Kann ich ins Wasser oder bin ich dann instant tot wieder? Leute, da ist hier jemand. Alter, warum sind die denn die ganze Zeit bei mir? Krieg ich das hin? Ja, ne? Hallo, Blumensandbank. Ach, wie schön. Sie blühen so hübsch. Hallo. Oh, upsala. Das ist eine alte Oma, oder? Sieh nur, wunderschön, oder? Ich habe rund um den Schrein herum Blumen gepflanzt. Ach, wie cool. Du kannst sie gerne aus der Nähe ansehen. Sei nur vorsichtig, nicht auftreten. Bitte nicht betreten. Ach, lol. Upsala. Okay, ist das eine Quest? Schreine. Achte auf die Blumen nicht zu beschädigen. Lol, okay. Krieg ich sonst irgendwas? Was passiert, wenn ich die Blumen beschädige? Das will ich jetzt herausfinden. Okay, das heißt, das ist ein Labyrinth. Oh Lol, wie nice. Oh Gott, ich habe keine Waffe. Nein, nicht die Blumen kaputt machen. Ach du Scheiße. Oh, da ist eine Waffe. Kann ich da lang? Du darfst die Blumen nichts tun. Das tut ihnen doch weh. Lol. Wie witzig ist das denn? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh, lol, wie geil. Okay, das ist ein Labyrinth. Das ist ja witzig. Das ist ein Labyrinth, was so ein bisschen erzwungen wird quasi. Oh, nice. Das heißt, auf die Waffe muss ich verzichten. Ach du Scheiße. Ich muss sie mit Bogen am besten killen, weil wenn ich mir hier mit der Waffe irgendwie was anfange. Was, das ist voll die schöne Blume. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Holy shit. Das war einfach der Mega-Schleim. Okay, ganz vorsichtig. Hallo Blume. Große Maxi-Rübe. Ach, es war eine Rübe, keine Blume. Oh Gott, ganz vorsichtig. Okay, das hätten wir geschafft. Oh, lol. Okay, haben wir geschafft, wa? Ja. Nice. Ach, wie cool. Witzig, dass ich nicht einfach sagen könnte, ach, leck mich doch am Sack und dann einfach über die Blumen laufen kann. Ich muss auf die Blumen aufpassen. Das Spiel zwingt mich dazu. Schlamm des Hasses. Gen und Zorn hat dieses Wasser infiziert und zu giftigen Schlamm gemacht. Bei Berührung verlierst du Energie. Okay, lol. Ist das dieses rote Zeug? Ist das dieser rote Schlamm? Kann ich mir gut vorstellen. Folge dem Strom. Dem Wasserstrom oder? Die Strömung quasi? Okay, hier komme ich schon... Ah ja, warte, okay. Ich wollte gerade schon sagen, hier komme ich schon mal nicht mehr weiter. Ah, warte, da war ja was. Ach du Scheiße, lol, was ist das denn? Okay, cool. Oh Gott. Okay. Aber ich kann da einfach mein Eisding benutzen. Ich bin doch... Warum benutze ich das nicht einfach? Ah, nein. Oh Gott. Kletter. Hui.
Ist doch viel leichter. Scheiße auf die Dinger. Ach, fuck. Ich habe das Ding kaputt gemacht. Wie habe ich das denn geschafft? Weil ich da drunter war? So. Easy. Scheiße auf die Flöße. Bombe. Hoppala, mein Bogen ist kaputt. Reisebogen. Oh, das ist eine Kiste. Die kann ich mir, glaube ich, aber nicht holen, oder? Mit dem, Stasis-Ding? Also mit dem Magnet? Nee. Kryo? Ah, ich verstehe. Einfach da drunter. Upsala. Ich kann ja einfach da drunter was machen, ne? Jo! Nice, hat geklappt. Eispfeile, lol. Die gibt's auch. Krass. Ah, okay. Ich könnte die Dinger zum Explodieren bringen. Aber brauche ich dafür nicht Feuer? Ich glaube schon, oder? Stimmt, einfach fallen macht ja gar nichts. Okay, komm, scheiß drauf. Wir haben's ja. Hä, lol? Wow. Erstmal zwei Sachen zwei Eispfeile verbrauchen. Zwei Feuerpfeile, meine ich natürlich. Scheiße, ich glaube, ich habe ins Wasser getroffen. Deshalb hat das nicht geklappt. So. Okay. Ich habe extra darauf geachtet, was für Knopf ich drücke, aber egal. Ach Mann! Diese Kacksteuerung. Ich krieg gar nichts hin. Alter. Ich denke mir immer, okay, neue Bombe rausholen, aber da explodiert ja. Die explodiert ja dann einfach. Kann ich die weg... Warum funktioniert Werfen nicht? Das war die falsche fucking Taste. Alter Schwede. Ich krieg hier noch einen Anfall. Okay, also. Kryo-Modul. So, aktivieren. Springen. Klettern. Nochmal Kryo-Modul. So, hinfliegen. Klettern. So, wie ein Verrückter mache ich die Scheiße jetzt ganz simpel. So. Okay. Bombenmodul. Bombe rausholen. Ich bin vielleicht ein bisschen nah dran. So, ist mir egal, hat geklappt. Ach komm, das kleine Ding, da kannst du auch hochgehen. Oh Gott. Weißt du so, ich kann hier nicht klettern, also kann ich gar nichts hier machen. Wow. Habe ich eine Kiste übersehen? Wahrscheinlich. Das war einfach hammernervig. Oh Gott, okay, komm. Vielleicht ist hinter dem eine Kiste. Das wäre mega smart. Nee. Voll die langen Haare diesmal. Okay, alles klar. Oh mein Gott, das war Stress. Okay. Bla 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 bla. Alles, was mit Bomben ist, da verkacke ich irgendwie durchgehend. Okay, Zeichen der Bewährung. Jetzt habe ich endlich 4. Jetzt kann ich mir theoretisch ein Herz holen, wenn ich bald eine Statue wieder habe. Okay, aber eigentlich suchen wir immer noch nach dem Feuer, nach dem Bild. Nach dem Ort, wo dieses Bild aufgenommen wurde, um mal meine Erinnerung zurückzubekommen, so ein bisschen. Das Problem dabei ist halt nur, dass ich kein Pferd habe und nicht ganz genau weiß, wo diese Fotos gemacht wurden. Und ich bei den Hyrule-Fotos... Oh, wie schön. Aber wie schick das aussieht. Sind die Fotos... Wie oft muss ich dir noch sagen? Vorsicht mit den Blumen, das sind auch Lebewesen, weißt du? Oh lol, das haben die extra so gemacht, dass man da direkt reinläuft. Upsala, es tut mir leid. Sieh nur. Jetzt hat der Schrein so eine schöne Farbe. Er ist bestimmt glücklich über all meine Blumen. Ja, genau deshalb. Wahrscheinlich. Nicht, weil ich da gerade reingegangen bin und dann wieder rausgekommen bin und dann war das... Dann hatte er die Farbe. Boah, voll der reißende Fluss, ey. Okay. Immerhin ist jetzt wieder schönes Wetter.
Das heißt, wir können ein bisschen darauf scheißen, dass wir... Also wir können ja nicht mal wieder ein Schwert rausholen, so eine Kacke. Ist das dieser Schlamm, der da hinten? Ja, Ausdauer. Ja, komm. Ah, Mann, ey. Es gibt viele Sachen, die hier echt so ein bisschen nerven. Das ist ein Schlamm, oder? Das sieht aus wie Treibsand. Wie gesagt, eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Pferd. Ich habe halt bislang keine gefunden, aber da hinten ist halt extra so ein Pferdeding, ne? Also müssen hier doch Pferde irgendwo sein. Upsala. Okay. Bumm, hat keiner gemerkt. Ich habe außerdem eine Bombe rausgeholt. Lassen wir das mal auf Fotomodul, das sollte ja immer gut sein. Oh, das sieht doch gerade mega schick aus. Also das Spiel sieht schon geil aus. Ich muss mich daran erinnern, dass ich ja noch... Oh Gott. Oh Gott. Okay, nicht in diese Richtung. Ich bin hier im unerforschten Gebiet, ne? Bin ich denn genau? Ach, da bin ich, lol. Ha. Ich brauche ein Pferd. Ich brauche ein fucking Pferd. Und muss dann diesen fucking Turm da irgendwie fotografieren. Das sind Libellen, die ich hier sehe, ne? Stimmt, ich muss mich ja unbedingt noch Heuschrecken fangen. Unbedingt. Für diesen Typi. Und sonst weiß ich gar nicht, wo ich jetzt lang soll. Also diese Viecher da, ne? Je näher man halt da rankommt, desto mehr kommen halt logischerweise von diesen Viechern. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie hin, ne? Wegen den Fotos. Und ich muss auch noch Bäume fällen, aber ich habe keine Axt. Das ist auch problematisch auf jeden Fall. Naja, ich würde sagen, bei diesen Bäumen beenden wir die Folge. Da ist ein Geheimnis, lol. Ha! Nice, zum Ende der Folge nochmal. Gut, dass ich mich nochmal umgedreht habe. Das war ganz schön gut versteckt. Guck mal da hinten, ey, das ist voll der nice Baum. Naja, ich würde mal sagen, ich, das hier, mit diesem Bild beenden wir die Folge, die sieht mega, das ist der Turm, also der Berg da hinten sieht ja voll krass aus. Und das Bild an sich, also das ist schon echt ein schickes Spiel. Schreibt mir mal Kommentare, was ich machen soll. So ein bisschen jetzt am besten, um weiterzukommen, weil ich habe irgendwie keine Ahnung, alles One-Shot und nicht, mache ich irgendwas falsch? Soll ich irgendwie doch noch nicht dahin gehen? Keine Ahnung, schreibt mir mal am besten, was ich, was jetzt am sinnvollsten wäre. Pferde! Nice, okay, die holen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.